Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video stelle ich dir mal den neuen Beeline Velo 2 vor. Viel Spaß damit! Der Velo 2 gehört zu den sogenannten getrennten Navigationssystemen. Das bedeutet, du hast am Lenker nur ein kleines, relativ günstiges, dummes Display. Das ist dann per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden. Und innerhalb von einer speziellen Smartphone-App läuft dann die ganze Intelligenz des Routings und die Anzeige wird dann live vom Smartphone auf dieses kleine Display übertragen. Wie gut sich so ein günstiges, getrenntes System im Vergleich zu den teuren, vollwertigen GPS-Fahrrad-Navi-Radcomputern verhält, das kläre ich jetzt mal im ausführlichen Praxistest. Das runde Velo 2 Display misst in etwa 5 cm Durchmesser. Das Gewicht liegt bei nur 24 Gramm. Das Display hat eine Auflösung von 240x240 Pixel, was für diesen Zweck vollkommen ausreichend ist. Und befestigt wird es über eine spezielle Halterung, über diese Gummibandbefestigung, direkt am Lenker oder wahlweise am Vorbau. Der fest eingebaute Akku soll laut Hersteller für 11 Stunden Fahrzeit reichen. Ich war permanent mit maximal aufgedrehter Hintergrundbeleuchtung unterwegs. Das brauchst du auch, um auf dem Display die Informationen gut erkennen zu können. Dann reduziert sich die Akkulaufzeit auf etwa 8 bis 10 Stunden. Ein bisschen Bedienung ist auch direkt am Velo 2 möglich. Dazu sind Taster unter dem Display verbaut und so kannst du über die vier Hauptachsen quasi über ein Steuerkreuz dich durch das übersichtliche und kompakt gehaltene Menü hangeln. Aber wie gesagt, die wirkliche Intelligenz, die steckt in der Beeline-App und die Verbindung zwischen der Hardware und der App, die geht ganz einfach über das Scannen eines QR-Codes und dann zeige ich dir jetzt mal ein paar Anwendungen in der App. Dazu starte ich mal die Beeline-App. Einen Moment später siehst du hier schon, dass Display und App jetzt verbunden sind. Hier oben siehst du ein paar Lieblingsorte, also Favoriten, die du abspeichern kannst. Eine spontane Fahrt startest du hier unten über den Fahrtplanen-Button. Da gibst du dann hier einen Zielpunkt ein und nach einem Moment ist die Strecke berechnet und da siehst du dann schon, hier führt die Strecke über Streckenabschnitte, die von anderen Usern als nicht so gut bewertet wurden, beziehungsweise hier sind auch noch ein paar grüne Streckenabschnitte dabei, also Streckenteile, die andere User als sehr gut empfunden haben. Du kannst hier auch noch weitere Wegpunkte hinzufügen und dann, wie man das gewohnt ist, hier über diese Verschiebemöglichkeiten die Strecke noch anpassen. Wenn du möchtest, kannst du die Route hier oben speichern oder du startest einfach die Zielführung. Während der Fahrt bekommst du dann immer die dicke weiße Linie angezeigt. Das ist also die Strecke, die Beeline dir vorschlägt. Dazu am unteren Rand noch die Entfernung zum nächsten Abbiegemanöver. Und als Besonderheit vom Velo 2 siehst du an jeder Kreuzung die Straßen, die du nicht nehmen sollst, als fein gestrichelte Linien. So kannst du ganz einfach erkennen, welche die richtige Straße ist, die du für die zukünftige Tour nutzen sollst. Damit ist es auch möglich, sehr komplexe Kreuzungssituationen abzubilden und dich da korrekt zu leiten. Auf bevorstehende Abzweigungen wirst du mit einem Signalton hingewiesen. Direkt vor dem Abbiegemanöver gibt es dann nochmal einen Doppelpieps. Falls du mal von der geplanten Strecke abweichst, berechnet die App sofort eine neue Route. Dazu ist allerdings eine mobile Internetverbindung zwingend notwendig. Über die nach unten Taste kannst du dir die errechnete Ankunftszeit, die Zeit bis zum Ziel und die Kilometer bis zum Ziel anzeigen lassen.
Auf der nächsten Seite siehst du deine aktuelle Geschwindigkeit, anschließend die verstrichene Zeit und dann noch eine Info zu Batteriestand vom Velo 2 und dem Smartphone. Und schließlich kannst du die Zielführung auch vorzeitig über das Display beenden. Dann bekommst du noch eine Tourzusammenfassung angezeigt. Für eine ausführliche Tourzusammenfassung gehst du in die App. Da findest du unter Fahrten deine aufgezeichneten Touren. Kannst die hier genau anschauen und auch dann über diesen Button zu Strava hochladen. Das ist übrigens auch die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, wie du an die aufgezeichneten Touren als FIT-Datei oder GPX-Track rankommst. Die zweite Variante der Navigation geht über den GPX-Track-Import. Ich habe hier mal eine GPX-Strecke mit dem B-Router geplant und öffne die GPX-Datei jetzt in Beeline über den Routenmodus. Und jetzt wird die Strecke importiert und da musste ich leider feststellen, dass von B-Router kommende Strecken nicht von Beeline akzeptiert werden. Wenn ich über Komoot gehe und dann in meinem Profil die geplanten Touren auswähle, dann kann ich hier oben ja auch eine GPX-Datei exportieren und die dann gleich in der Beeline-App öffnen. Und wenn ich die hier importiere, dann dauert es einen Moment und schon ist die Strecke in Beeline. Du könntest sie jetzt sofort hier starten. Ich empfehle dir aber, sie hier oben über Route speichern erstmal abzulegen. Wenn ich jetzt hier die Navigation starte, läuft im Prinzip die Zielführung auf dem Velo 2 ganz genauso wie schon vorhin gezeigt. Die einzige Ausnahme ist, du bekommst keine automatische Umplanung, wenn du mal die Strecke verlässt. Also ich habe jetzt hier mal die geplante Tour verlassen und du siehst, du bekommst nur noch eine gepunktete Linie, die zeigt, in welche Richtung die geplante Strecke liegt. Als dritte Variante kannst du noch Strava einbinden. Da können dann Strava Premium-Nutzer ihre geplanten Routen übertragen. Wenn du hier mal reinguckst, eine längere Strecke, siehst du, du kommst ganz schnell an eine Grenze mit den maximal möglichen Wegpunkten. Und auch bei kürzeren Strecken musst du vorher mal checken, ob wirklich alle Wege auch in der Beeline-App verfügbar sind oder ob solche Umwege hier geplant werden. Noch ein paar grundsätzliche Hinweise zu solchen getrennten Smartphone-basierten Navigationslösungen. Du bist dabei auf Gedeih und Verderb an die Server und an die App des Herstellers gebunden. Das heißt, du befindest dich im Funkloch, kannst keine Internetverbindung herstellen, funktioniert keine Navigation. Fallen die Server vom Hersteller mal aus, auch dann keine Navigation. Und im schlimmsten Fall, der Hersteller geht pleite, dann kannst du den Velo 2 direkt zum Wertstoffhof bringen, denn ohne App und Server ist er absolut nutzlos. Komme ich zum Fazit. Ja, der Beeline Velo 2 kann für City, Touren, Trekking-Radfahrer überzeugen. Mit lediglich rund 90 Euro Anschaffungskosten ist es auch noch ziemlich günstig. Man merkt den Preis leider ein bisschen bei der Hardware-Anmutung und vor allen Dingen beim Display. Das spiegelt doch ganz schön heftig. Da bin ich mal gespannt, ob da in Kürze noch mattierte Displayfolien erhältlich sein werden. Sowas gibt es ja schon für den älteren Beeline Moto. Sobald es da eine passende Folie gibt, werde ich die mal ausprobieren und dann werde ich meine Erfahrungen unten in den Kommentaren bzw. auf dem ausführlichen Praxistest im Blog noch nachtragen. Wirklich beeindruckt hat mich die Zielführung. Normalerweise bin ich kein Freund von Pfeilnavigation oder so einer schwarzen Linie auf weißem Grund. Aber über die zusätzlichen Icons, also mit den Straßen, die von der Seite in deine Strecke einmünden, kannst du dich wirklich sehr gut orientieren
und das reicht unterwegs, um dich zurechtzufinden. Da braucht es nicht unbedingt die vollwertige Karte. Auch die berechneten Strecken, die einem die Beeline-App vorschlägt, sind in der Stadt und auch im Umland sehr gut. Nicht geeignet ist einfach diese Art der Navigation fürs Mountainbike oder auch Rennradstrecken. Da muss man auf andere Planungstools zurückgreifen. Und genau an dem Punkt würde ich mir noch wünschen, dass die Beeline-App auch ein bisschen besser mit GPX-Importen umgehen kann, dass auch eine Komoot-Integration erfolgt und bei diesen übernommenen Apps, wie man jetzt schon bei Strava sieht, mehr Wegpunkte möglich sein werden. Ich bleibe bei dem Thema auf jeden Fall am Ball, hoffe noch auf ein paar Verbesserungen in der App. Und jetzt würde mich mal interessieren, was hältst du von so einer getrennten Navigation per Smartphone und dummem Display am Lenker? Schreib mir da gerne deine Meinung in die Kommentare. An der Seite habe ich noch weitere spannende Navi-Videos für dich verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Matthias.